Hallo. Und wie war das eigentlich mit dem Saftfasten? Also, das letzte Video habe ich ja, glaube ich, irgendwie Tag 23 oder so gemacht, kann das sein? Oder 21. Und ich habe nach 28 Tagen aufgehört, also 4 Wochen gemacht, was der ursprüngliche Plan, glaube ich, war. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, der ursprüngliche Plan war eigentlich mal gucken, wie lange. Und dann war, glaube ich, 4 Wochen. Und weil ich dann einmal einen Tag ein bisschen was gegessen hatte, wollte ich ja auf 30 Tage dann verlängern, habe ich es mir aber nicht mehr geschafft. Ich hatte nach 4 Wochen, nach 28 Tagen echt wirklich genug davon und wollte mal die Rohkostsache ausprobieren, weil ich die ja wirklich nur 2 Wochen, 2 Wochen vor dem Saftfasten überhaupt begonnen hatte mit der Rohkost und ja, da halt auch Obst und Gemüse halt gegessen hatte und ich hatte so viele Ideen und ja, was ich für Rezepte machen kann mit der Rohkost, da wollte ich auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren. Und ja, nach den 4 Wochen hatte ich noch wirklich richtig Lust mal dazu, sowas auszuprobieren. Ich habe jetzt zum Beispiel mal Hummus gemacht. Vielleicht lade ich dazu auch noch ein Video hoch. Also ich habe da ein bisschen was abgedreht. Ich weiß auch nicht, also ob das überhaupt taugt. Ich habe auch rohe Kartoffelchips im Ofen gemacht bei 42 Grad circa. Also ich habe auf 50 Grad gestellt, die niedrigste Stufe. Scheiß Mückenstich. Und den Ofen einfach offen gelassen. Die Tür. Ah, irgendwie muss ich hier gerade. Ne, das ist doof mit der Kamera. Ja, obwohl Stärkeprodukte halt nicht so gut sind. Also ich bin auf jeden Fall. Wo war ich überhaupt? Genau, das wollte ich ausprobieren mit der Rohkost und nach 28 Tagen habe ich es dann einfach überhaupt nicht mehr geschafft. Das war auch wirklich schon hart genug. Und dann bin ich auch relativ schnell schon zurückgefallen in die Kochkosten ein bisschen. Aber es war mir sowieso klar, dass das irgendwann passieren würde. Ich wusste jetzt nicht genau wann oder so, aber es war auf jeden Fall klar, dass es nicht von heute auf morgen Rohkost ist und das sind für immer. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon irgendein Mensch auf dieser Erde geschafft hat. Ja, und davon bin ich gerade noch am Entgiften. Was haben wir heute? Freitag. Freitagmorgen haben wir. Und Samstag, glaube ich, letzten Samstag, ich weiß es nicht mehr, oder Sonntag, bin ich dann in die Kochkost zurückgefallen. Ich habe es auch nicht wirklich übertrieben viel gegessen oder so, oder allgemein viel gegessen. Aber ich bin immer noch nicht von entgiftet, sage ich mal so. Ja, und ich mache es halt wirklich die ganze Rohkost-Palette, dass ich auch abends halt zum Beispiel rohes Tahin, ja nicht Tahin, sondern einfach gemahlener Sesam mit Karottenpulver und Agavendicksaft zum Beispiel esse und auch sehr gerne esse und auch relativ gut vertrage. Also von Samen kriege ich allgemein schon ja nicht so einen Verdauungsstopp, aber schon Blähbauch ein bisschen. Und dass es halt nicht wirklich weitergeht. Also das ist auf jeden Fall deutlich suboptimal, aber wenn ich das keimen lasse, ist das deutlich besser. Ich mache immer so, dass ich das ein bisschen mehr als ankeimen lasse, also nicht, dass der Spross erst gerade so rausguckt, sondern dass ich noch ein bisschen länger keimen lasse, dann ist das eigentlich ganz okay, aber eigentlich ist mir das im Prinzip auf Dauer auch alles viel zu kompliziert und dann auch irgendwie Rezepte machen und so. Da werde ich einfach also auf Dauer will ich einfach nur Obst, Gemüse essen und fertig. In roher, ursprünglicher Form. Ich habe auch momentan keine Orangen. Ist ziemlich doof für die Saftversorgung. Ich muss sagen, in den letzten 7 Tagen, jetzt, ich weiß gar nicht, wann der 28. Tag jetzt war vom Saftfasten, in den letzten 7 Tage bin ich in so einem, nicht in einem Loch oder so, aber ich bin richtig krass in die, sage ich mal, kompensatorische Schiene
gefahren, also dass der Körper jetzt 4 Wochen lang ein bisschen ausgehungert wurde, aber besonders halt die Psyche ist es, der Körper ist es eigentlich überhaupt nicht. Ich meine eigentlich nur die Psyche, und dass ich jetzt 1 Woche lang wirklich richtig krass, eigentlich richtig krass, aber schon relativ dekadent bin und auch bis zu, also an manchen Tagen auch dann 2000 Kalorien esse an Rohkost, obwohl ich halt vorher mit 500 bis 1000 ausgekommen bin. Also ich fürchte das Doppelte esse, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht müsste. Aber es einfach so anregt, und ich merke dadurch, dass ich dadurch immer mehr Hunger und mehr und mehr und mehr und mehr Hunger kriege, dass einfach letztendlich gar nichts befriedigt wird. Was aber auch daran liegt, dass ich ziemlich faul momentan mit Grünzeug bin. Also ich habe bestimmt jetzt seit der Woche eigentlich fast gar kein Grün gegessen. Mal ein paar Brennnesselblätter. Und seit den ganzen 8 Wochen, wo ich jetzt Rohkost, also zu ungefähr 95% bis 98% Rohkost mache, habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal irgendwas Grünes zu mir genommen. Also ich bin echt richtig faul beim Grünzeug. Irgendwie habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Obwohl, wenn ich es halt esse, dann tut's eigentlich wirklich richtig gut und schmeckt auch richtig gut. Aber ich weiß, dass ich mich nicht dauerhaft jeden Tag dafür aufraffen kann. Also mache ich es erst gar nicht, weil es bringt dann auch nichts, wenn ich. Das ist so wie beim Meditieren für irgendeine Sache oder Trainieren für irgendeine Sache. Wenn man das nicht täglich immer macht und täglich ja, beibehält, dann kann man es eigentlich direkt vergessen. Also so ist zumindest mein Gefühl bei dem Grünzeug. Dann hilft das halt mal einen Tag, danach aber dann wieder gar nicht, weil man es dann wieder nicht genommen hat. Weil ich das nicht. Ich schaff's einfach nicht, jeden Tag eine ordentliche Portion Grünzeug reinzukriegen. Da habe ich irgendwie gar keine Ruhe für, sage ich mal, gar keine Lust drauf. Weil das im Garten, das Grünzeug, kann ich eigentlich auch nicht so sehr verwenden, weil der direkte Nachbar halt auf dem Feld spritzt und Gülle von konventioneller Tierhaltung aufs Feld packt, das ins Grundwasser kommt. Und ja, dann auch in unseren Garten letztendlich. Aber ich könnte eigentlich halt auch mal im Wald beim Joggen oder sowas Brennnesseln oder irgendein Grünzeug einfach mitnehmen. Bin ich momentan aber auch irgendwie zu faul, weil ich mache auch wirklich wieder. Also ich beschäftige mich wirklich mehr wieder mit sehr vielen Sachen geistig. Alles wegen dem ja, bevorstehenden Lebenswandel. Das ist so ein großes Wort. Umzug könnte man auch sagen, aber jetzt nicht ein typischer Umzug, wie man den kennt. Das wäre mal ein ganz eigenes Video. Fällt mir gerade ein. Da habe ich noch gar nichts zu gesagt, obwohl ich ja schon seit Wochen plane, auch auf Facebook geschrieben habe. Aber was wollte ich noch sagen? Also ich war, glaube ich, stehen geblieben grundsätzlich, dass ich bei der zur Kochkost ein bisschen zurückgefallen bin und mir deswegen halt überlegt habe, dass ich jetzt mir die ganze Rohkost Palette oder Schiene erlaube, weil ich ja auch noch komplett am Anfang da stehe, um halt nicht in die Kochkost zurückzufallen. Und das funktioniert jetzt eigentlich ziemlich gut, aber ich habe wirklich die Sache, dass ich jetzt wirklich für meine Vorstellungen zu viel esse, einfach zu viel konsumiere, die Entgiftung halt überhaupt fast überhaupt nicht mehr vorangeht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich bald einfach noch ein Saftfasten dranhänge, weil ich habe auch richtig Bock irgendwie wieder drauf. Irgendwie finde ich das geil, sich auf so wenig zu konzentrieren und so wenig nur reinzukriegen und sich mehr auf das konzentrieren, was man halt, also mehr auf den Output zu konzentrieren, mehr was man halt macht, anstatt was man reingibt und nicht sich ständig dann irgendwie stimuliert mit irgendwas, was man reingibt, und dann ist man irgendwie zufrieden und braucht nichts mehr machen und macht dann halt irgendwas, beschäftigt sich halt mit irgendwelchen Dingen, die trotzdem wichtig sind oder so. Aber wenn ich mich nicht ständig stimuliere oder so, ist das ja, dann mache ich einfach viel mehr insgesamt. Das finde ich richtig gut beim Saftfasten. Und ich kann Saftfasten halt besser als einfach wenig Obst essen oder so, weil wenn ich mich richtig krass auf sowas konzentriere, dann würde ich das halt auch
richtig, sage ich mal, dass das ein richtiger Sprung ist. Dass da ein richtiger Unterschied herrscht und nicht so ein bisschen wischiwaschi-mäßig, sage ich mal so. Dass ich einfach Rohkost esse und wenn ich davon esse, das will ich dann dauerhaft hinkriegen. Aber jetzt gönne ich mir erstmal wirklich psychisch die ganze Rohkostpalette, um einfach nicht zurückzufallen in die Kochkost. Also ich könnte das vielleicht auch irgendwie mental so schaffen, dass ich niemals in die Kochkost zurückfalle. Also es würde so anstrengend sein, dass sich das einfach in meinen Augen einfach nicht lohnt, dieses Leid und diese Anstrengung auf sich zu nehmen. Wozu der ganze Scheiß? Man kann auch einfach mal ein bisschen langsamer machen und das alles mehr genießen. Das war jetzt meine Intention dabei, dass ich die ganze Palette erstmal auskoste. Also das heißt, dass ich esse zum Beispiel Erdnüsse, die werden eigentlich nicht empfohlen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich esse rohe Stärkeprodukte, obwohl die nach Eret zum Beispiel sehr schleimbildend sind. Aber das kommt dann auch ganz automatisch, wenn ich wieder einen gewissen Grad der Entgiftung erreicht habe, dass ich dann richtig krass sensibel dann auch werde wieder für rohe Stärke und merke, dass der Schleim dann kommt und sowas. Und dann würde ich es auch wieder weglassen, um höhere Regionen zu erreichen, sage ich mal so. Aber momentan, wo ich dann sowieso relativ viel Rohkost esse, fällt das irgendwie momentan gar nicht so auf. Aber ich merke halt, dass ich deutlich leistungsschwächer bin und deutlich viel mehr arbeiten muss, körperlich, um wieder das Level zu erreichen oder aufrecht zu erhalten, besser ausgedrückt. Das merke ich auf jeden Fall. Also es ist schon ein richtig krasser Unterschied zwischen 1500 Kalorien Rohkost, auch mit Fett, mit roher Stärke, mit ja, eigentlich Auszugsprodukten wie Agavendicksaft und auch sowas wie Karapulver, also Gourmet-Sachen schon, zu 500 bis 1000 Kalorien reine Obst- und Gemüsesäfte, auch Monosäfte und auch in der richtigen Reihenfolge, also richtige Reihenfolge gibt es ja bei Gemüse und Obst jetzt nicht so, aber im Gegensatz zur festen Rohkostnahrung, wenn man da mal irgendwas nicht einhält oder so, dass ich jetzt zum Beispiel manchmal weil was Fettiges gegessen habe, danach habe ich irgendwie Sprossen oder so noch gegessen. Sprossen sind auf jeden Fall momentan ein richtiger Favorit, weil da auch ziemlich viel meines Wissens nach Chlorophyll drin ist. Wenn der Keimling ein bisschen gewachsen ist zumindest. Obwohl der Chlorophyll ja eigentlich das der grüne Wirkstoff ist und die Keimlinge ja eigentlich weiß sind, die Stängel noch. Aber ich denke mal, dass die trotzdem irgendwie Licht gesammelt haben. Ja, die tun mir auf jeden Fall richtig krass gut. Die geben mir, also da habe ich wirklich das Gefühl, dass das mal etwas ist an Essen, was wirklich Energie gibt. Und nicht nur einfach den Energiefluss behindert irgendwie. Das habe ich auch so stark bei Gemüse und Obst allgemein. Dass ich halt schon merke, dass mich das behindert. Besonders wenn ich richtig krass Sport mache, dann merke ich auch, wie mich schon 2 Esslöffel Saft behindern in meinen Energiefluss, weil der Energiefluss einfach auf so einem hohen, sensiblen Niveau ist. Durch das mentale Training im Sport und das ganzheitliche Training, also körperlich und mental, weiß gerade nicht, ob man es verstanden hat, aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls habe ich trotzdem gleichzeitig das Gefühl, dass man daraus Energie bekommen kann, allein durch das Licht sozusagen, was diese Pflanzen gesammelt haben und wovon wir eigentlich im Prinzip leben. Und bei Sprossen ist das halt ganz krass, weil das halt wirklich junge Sprösslinge sind, die richtig viel Licht am Anfang sammeln und noch brauchen für einen schnellen Wachstum. Und Sprossen tun mir auch wirklich richtig gut. Und die haben natürlich auch extrem viele Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Also auch Proteine und sowas. Aber besonders halt die Mikronährstoffe, Mineralien und Vitamine. Deswegen merke ich auch, wie Wildkräuter mir ziemlich gut tun, aber da bin ich ja wie gesagt relativ faul momentan. Weil wenn das ist halt so, wie ich gesagt habe, ich weiß, dass ich mich nicht aufraffen kann, so viel zu sammeln oder momentan jeden Tag zu sammeln, dass ich
dass ich halt jeden Tag das nutzen kann. Und dann mache ich es gar nicht, weil dann verschwende ich meine Zeit, indem ich das manchmal mache, manchmal was habe und mir im Endeffekt aber gar nichts bringt, weil es gar keine Gewohnheit wird. Und dann bin ich hin und wieder alle 2, 3 Tage dann einfach umsonst gegangen. Das ist dann einfach Zeitverschwendung. Und das, weil ich genau weiß, dass ich das nicht auf Dauer hinkriege, weil ich so viele andere Sachen mache gleichzeitig momentan wieder, dass ich die Priorität da eigentlich höher stellen sollte, aber ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Und deswegen mache ich es gar nicht, um dennoch irgendwo ein bisschen Zeit einzusparen. Die Strategie habe ich öfter so. Oder mache ich, führe ich öfter so durch. Auch wenn mich das natürlich, wenn ich mich natürlich selber darüber aufrege, was eigentlich Priorität haben müsste. Naja, letztlich geht das auch alles ohne. Aber nicht so toll. Nicht so effizient, weil man fühlt sich davon auch wirklich ziemlich gut. Also ich zumindest. So, wo war ich genau? Rohkost, Schiene, Palette komplett durchführen, um nicht zurückzufallen. Aber irgendwie habe ich langsam auch schon gar keinen Bock mehr auf Essen mehr. Aber ich habe halt wirklich diese Glüsse, diesen Drang, diesen in Anführungszeichen Hunger wieder gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich zu oft jetzt falsch kombiniert habe, Kochkost wieder gegessen hatte. Und ich hab auch das Gefühl gehabt, dass bei dem Saftfasten, ich habe es halt nicht länger durchgehalten, das 28 Tage so krasses Saftfasten mit nur 500 Kalorien bis 1000 manchmal. Also gegen Ende hatte ich das ja ein bisschen erhöht. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ist schon spät, bin müde. Genau, ich hatte das Gefühl, dass das dadurch dann noch keine Tiefenreinigung stattgefunden hat und auch keine komplette Darmreinigung oder Darmheilung. Deswegen in der Woche kriege ich wieder Orangen. Habe ich jetzt erstmal 6, 7 Kilo bestellt. Und dann werde ich ab nächster Woche Donnerstag, nee, Freitag kriege ich das. Also ich bestelle momentan bei 2 Naturkosthöfen. Also nächste Woche Freitag kriege ich das dann. Dann werde ich 10 Tage Saftfasten nochmal machen. Vielleicht auch länger, aber 10 Tage ist erstmal Ziel. Gibt dann natürlich auch keine Tiefenreinigung. Aber danach wird auf jeden Fall nochmal irgendwann Saftfasten kommen. Ja, ich mache das in erster Linie jetzt eigentlich nur, um diesen Kackhunger loszukriegen. Also ich würde den auch so loskriegen, aber wenn ich das halt schon angehe und mich dafür anstrenge und was durchziehen, dann will ich es halt auch, wie gesagt, richtig machen und dass das ordentlich was bringt. Nicht nur, dass ich ein bisschen jetzt verändere, damit ich das und das vielleicht loskriege. Ich will, dass ich die Arbeit, die ich da reinstecke, also wenn ich mich mental darauf fokussiere und meine Disziplin anwende, dass ich das auch wirklich diese Situation nutze und dann auch richtig anwende, damit sich das lohnt. Und ja, deswegen will ich wieder komplett Saftfasten machen, um das in den Griff zu kriegen, weil man danach halt wirklich nicht mehr so Hunger verspürt und sowas. Und dann werde ich ja in die Rohkost wieder umsteigen und richtig kombiniert und halt auch versuchen, nicht zu viel. Auch versuchen, trotzdem schon mal die Sachen irgendwie Sprossen und Nüsse und Samen halt niedrig zu halten. Und wenn dann auf Avocados zurückzugehen, obwohl Avocado halt deutlich teurer in der finanziellen Beschaffung ist als jetzt zum Beispiel Leinsamen oder Sonnenblumenkerne. Also Sonnenblumenkerne kriege ich 500 Gramm für 2 Euro. Und das sind halt wirklich 3000 Kalorien. 3000 Kalorien für 2 Euro. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur davon ernähren würde mit 1500 Kalorien am Tag, dann würde ich mit 30 Euro im Monat auskommen an Essen. So günstig ist das. Und eine Avocado, weiß nicht, hat glaube ich 300 Kalorien und kostet 1,50 Euro. Ja, also fast 10-mal so teuer. Das ist halt die Sache. Wenn ich dann halt mal Bock auf oder mehr Erdung brauche oder Stimulation, vor allen Dingen durch Fett kriege ich halt ganz gut Erdung, ohne jetzt rohe Stärke nehmen zu müssen dafür. Dann finde ich gesprossene Sonnenblumenkerne oder Leinsamen vielleicht auch halt eigentlich ganz geil oder so Sesammus, weil es einfach richtig krass günstig ist.
Aber Avocado ist halt eine Frucht und damit optimaler. Und ich habe auch überlegt, Roggen sprießen zu lassen und da halt zum Beispiel eine Milch draus zu machen mit eingeweichten Datteln. Weil Roggen ist das krassest günstigste überhaupt, was ich hier irgendwie kriege, was Rohkost ist. Also das kann ich halt auch keimen lassen. Und das kostet pro Kilo nur 1 € in Demeter-Qualität. Ein fucking Euro. Und es hat 400 Kalorien pro 100 Gramm, es sind 4000 Kalorien für 1 €. Das heißt, bei ca. 2000 Kalorien könnte ich damit mit 15 € im Monat mich ernähren. Und das sogar low fat. Und mit lebendiger Rohkost. Also das würde sogar funktionieren und da könnte ich auch dauerhaft von leben und jeden Tag extrem viel Sport machen, nur mit diesen Roggensprossen. Also, wenn es mal einen finanziellen Engpass gibt oder so, werde ich einfach nur noch von Roggensprossen leben. Das finde ich so geil einfach. Mit so wenig auszukommen. Da ist gerade jemand vorbeigelaufen, deswegen habe ich kurz aufgezogen. Roggensprossen. Ja, Hafer und Dinkel ist halt leider teurer. Dinkel 2,30 € pro Kilo, Hafer 3 € pro Kilo. Und bei dem Keimvorgang der Roggen wird mindestens 50% des Glutens durch Enzymaktivität umgewandelt. Allgemein werden halt Enzyme gebildet. Die Pflanze sammelt Licht und etliche Vitamine steigen um 200 bis 600% an und Mineralstoffe werden auch besser, Proteine werden umgebaut und verschiedene Stoffe, die schädlich wären, wenn man die so konsumieren würde, werden abgebaut. Also keimen lassen ist schon ein richtig geiler Vorgang. Mal gucken, ob diese Roggenmilch dann schmeckt. Ansonsten werde ich halt Dinkel oder Hafer versuchen. Hafer ist komplett glutenfrei. Manchmal halt ein bisschen verunreinigt mit Gluten, aber ist dann auch nicht der Rede wert. Mal schauen. An Gemüse weiß ich momentan über, also an Blattgemüse weiß ich momentan überhaupt nicht, was ich essen soll. Also was halt chlorophyllreich ist. Also mein Favorit ist wirklich ein Smoothie, ein Bananensmoothie mit ordentlich Spinat. So 300 Gramm Spinat oder sowas. Da merke ich so richtig krass die Enzyme und oder was das da irgendwie ist oder Chlorophyll. Auf jeden Fall fühlt sich nach einer halben Stunde bis einer Stunde meine Haut viel, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, irgendwie viel, alles fühlt sich viel energetischer an. Erstmal so richtig krass Energie kriege ich dadurch. Und es sieht alles viel straffer aus, viel besser, viel mehr in Form gebracht, irgendwie, das ist richtig krass. Aber wenn, dann würde ich das wirklich jeden Tag drin haben wollen, weil das bringt mir nichts, wenn ich das ein paar Mal, zweimal, dreimal die Woche irgendwie hinkriege und dann den Effekt habe und dann ist der Effekt wieder weg. Das muss sich so dauerhaft hochschaukeln, Tag für Tag für Tag und immer besser werden und immer mehr unterstützen, und sonst bringt das halt wirklich meiner Meinung nach nicht so viel. Ja. Aber ich habe momentan halt wirklich auch gar keinen Bock auf irgendwie Bananensmoothie oder so. Schon seit 3 Monaten, glaube ich, nicht mehr zu mir genommen. Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich gar keinen Bock auf Essen momentan, aber trotzdem diesen Drang dazu. Wahrscheinlich, weil, das habe ich auch mal gelesen letztens, weil die Darmbakterien, die auf dieses Essen angewiesen sind sozusagen, dich steuern und dir sagen, ich habe Hunger, ich will das Zeug, obwohl du das eigentlich selber gar nicht willst, im Endeffekt. Und deswegen will ich auch den Darm nochmal sozusagen nicht nur entgiften, sondern die Darmflora ein bisschen ausdörren sozusagen oder austrocknen, in denen die halt fast nichts mehr kriegt und wenn dann auch wirklich nur Obst und Gemüse, Saft. Ja, wahrscheinlich, ich dachte, die
sagt die Dame auch immer die ganze Zeit, ich soll den ganzen Gourmet-Rohkostquark essen. Eigentlich merke ich halt, sobald ich irgendwas in den Mund stopfe, das behindert mich eigentlich nur. Und behindert die Entgiftung. Oder stoppt die jetzt in den letzten Tagen so fast komplett. Ja, genau. Deswegen will ich Saftfasten nächste Woche Freitag mal probieren. Und nochmal berichten. Ich habe jetzt auch seit einer Woche war ich kein einziges Mal mehr laufen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Das ist richtig krass. Also nach den 4 Wochen, wo ich richtig krass Disziplin aufgewendet habe, bin ich in so ein Loch quasi gefallen. So endlich vorbei, kann mich fallen lassen sozusagen. Das Problem habe ich aber schon, in Anführungszeichen Problem habe ich auch schon immer gehabt, dass wenn ich dann irgendwas erreicht habe, denke ich, ja, habe ich jetzt erreicht, jetzt brauche ich nichts mehr machen, fertig. Und dann zerstöre ich mir im Endeffekt den halben Erfolg dadurch. Das muss ich auch noch lernen. So Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit ist eigentlich nicht so mein Ding. Bin eigentlich ziemlich gut in ziemlich schnell irgendwas überwinden und dann die Hälfte von dem, was ich überwunden habe, dann noch halten zu können. Aber die andere Hälfte geht verloren. Aber dafür überwinde ich dann dreimal so schnell wie andere Leute. Also rentiert sich das wieder oder so ähnlich. Ja, ist ja auch scheißegal. Ich beende das jetzt hier. Bis dann.